Sehr verehrter Herr Bundespräsident, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Es dauert ein bisschen, das jetzt alles zu verarbeiten. Ich würde sagen, Sie haben wie der Bundesbankpräsident auch einen sehr breiten Bogen geschlagen. Und das ist gut so. Sie haben auch einen Dreiklang benutzt, als Sie von den Banken, den Bürgern und der Politik sprachen. Und ohne dass ich mir jetzt anmaßen möchte, unmittelbar das zu bewerten, was Sie uns gesagt haben, denke ich, dass Sie uns aus dem Herzen gesprochen haben und dass ich Ihnen sagen kann, das, was Sie anmahnen, das deckt sich mit dem, was wir uns vornehmen. Und dort, wo Sie gleichzeitig um Verständnis gebeten haben für die Wahrnehmung des Bankensektors, auch dort fühlen wir sehr viel Unterstützung und Vertrautheit mit Ihrem Umgang mit unserem Thema. Das wird uns alle helfen, das wird uns gleichzeitig weiterhin begleiten und Mut machen. Und ich werde jetzt versuchen, teilweise das aufzunehmen, was Sie angesprochen haben, um aus Sicht der Banken auch noch einen Beitrag zum Verständnis zu leisten. Denn der heutige Bankentag, und wir hatten es gestern schon gesagt, soll einen Beitrag leisten zur Standortbestimmung über unsere Rolle für Europa und das Vertrauen. Und ich fange an mit dem Vertrauen. Es hat sich vieles geändert in den Banken seit dem Beginn der Krise. In den Köpfen hat sich viel bewegt. Und der Umbau, der ständige Prozess der Veränderung, den wir uns jetzt verpflichtet fühlen, er wird nicht schnell zu einem Ende kommen. Für einen oder anderen mag es vermessen klingen, wenn ich sage, zum Schluss wird kaum ein Stein auf dem anderen geblieben sein. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann einmal dazu kommen, das noch als Übertreibung kennzeichnen zu müssen. Viele Veränderungen haben wir aus Einsicht, aus Freiwilligkeit in Angriff genommen. Zu einigen sind wir eher getragen worden, das müssen wir bekennen, und hätten vielleicht besser daran getan, es selber bereits als Notwendigkeit für uns zu gewinnen. Um unserer Verantwortung gerecht zu werden und damit das Vertrauen, was Sie angesprochen haben, zurückzugewinnen, sind wir mehr als jede andere Branche daran interessiert, das wahrzunehmen, was essentiell ist. Transparent, lesbar zu sein, vertrauenswürdig mit allem, was wir tun und auch mit den Möglichkeiten, die wir uns zu eigen machen, um unsere Zukunft zu gestalten. Die Fehler der Vergangenheit, die wir nicht leugnen können, geben immer wieder Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Kultur der Verantwortung, die Sie so in den Mittelpunkt gestellt haben, für uns immanent sein wird in allem, was wir tun. Es wird keinen Punkt geben, wo wir sagen können, wir haben unser Klassenziel erreicht und jetzt können wir ein neues Kapitel aufmachen. Das muss etwas sein, das man uns immer abnimmt. Nun gibt es allerdings in der Welt der Banken große Unterschiede. Und hier würden wir uns, glaube ich, etwas wohler fühlen, wenn man den Versuch machen wird, zu verstehen, dass auch in der Krisenzeit es angemessen war, zu differenzieren. Viele kleinere, mittlere Institute, große Teile auch der großen Banken haben sich nicht das zu Schulde kommen lassen, was man sehr pauschal dem Bankensektor insgesamt vorhält. Sie haben versucht, mit Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein das zu tun, was wir jetzt noch stärker in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handels stellen wollen, die Interessen des Kunden primär im Auge zu haben. Nicht jedes Institut hat also Verantwortung und Veranlassung dazu, alles auf den Prüfstand zu stellen. Aber gemeinsam sind wir als Banker alle von dem Risiko, das mit dem Reputationsverlust einhergeht, getroffen. Welche Konsequenzen haben wir also gezogen in den letzten Jahren und welche Auswirkungen haben sie gehabt? Herr Bundespräsident, Sie haben angefangen mit 2008, als die Finanzmärkte an den Rand des Abgrunds standen, also das Vertrauen unter uns auch total verloren ging. Über die Einzelheiten, die dazu geführt werden, brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr zu sprechen. Es hat falsche Regeln gegeben, aber das ist kein Grund für das Fehlverhalten, denn die Abwesenheit von guten Regeln und die Freiräume, die uns zugestanden haben, die hätten sie nicht missbrauchen müssen.
Das Vertrauen in den Bankensektor ist massiv erschüttert und ohne die Rückgewinnung ist vernünftiges Wirtschaften nicht möglich, gerade auch im Bankensektor. Ich sage daher nochmal mit Nachdruck, die privaten Banken betrachten die Aufarbeitung ihrer Fehler nicht nur als eine Pflichtübung. Wir wollen das Finanzsystem stabiler machen und wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden gegenüber Kunden, der Gesellschaft insgesamt, auch gegenüber unseren Anteilseignern. Deswegen haben wir viele Veränderungen in die Wege geleitet und deswegen wird dieser Prozess weitergehen. Die Folgen werden auch Konsequenzen haben auf die Themen, die uns nachher noch beschäftigen werden, auf die Rolle, Funktion von Banken in unserer modernen Volkswirtschaft. In der Diskussion hat es manche Stellungnahmen gegeben, die darauf hindeuten, dass Banken, so wie wir sie kennen, vielleicht nicht mehr hilfreich oder gar notwendig sein sollten. Dagegen erheben wir Einspruch. Wir glauben, dass wir so, wie wir es gestern noch im Zeitraffer gesehen haben, über alle Jahrzehnte hinweg einen wesentlichen Beitrag geleistet haben und dass die Existenz eines funktionierenden, stabilen Finanzsektors ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist für einen modernen und erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Häufig werden wir in eine Ecke gestellt, getrennt von der Realwirtschaft. Das sehen wir nicht gerne. Wir haben auch das Gefühl, dass das in weiten Teilen der Realwirtschaft durchaus so gesehen wird. Diese Trennung sollten wir hinter uns bringen. Sie führt in die Irre. Denn für die Bürger, für die Wirtschaft, für die öffentlichen Einrichtungen sind wir dann am besten, wenn wir als Partner geschätzt werden. Im Übrigen gilt auch für uns das, was für alle Teilnehmer an freiheitlichen Märkten gilt. Neben der Stabilisierung ist es auch zwingend erforderlich, dass wir die Freiräume erhalten, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Einen Unterschied gibt es schon zwischen der Realwirtschaft und der Bankwirtschaft. Und es ist von essentieller Bedeutung für unsere Branche. Sie ist äußerst risikoanfällig. Das haben wir 2008 gesehen, aufgrund einer Vernetzung, wie sie in dieser Form in anderen Industrien wohl kaum festzustellen ist. Und deswegen muss ein so sensibler Bereich auch hinreichend reguliert werden. Unser Geschäft ist sehr komplex und deswegen sind wir dauernd ermahnt, bestmöglich zu erklären. Deswegen steht die Finanzwirtschaft in der Pflicht, bessere Aufklärungsarbeit zu leisten, nicht nur dann, wenn wir einem Kunden in der Filiale begegnen. Wir haben im Bankenverband uns diesem Thema sehr viel Zeit gewidmet. Wir haben Versuche unternommen und wissen, dass wir noch längst nicht genug getan haben, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Also machen wir es zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe zu erklären, was 650.000 Mitarbeiter in den deutschen Kreditinstituten jeden Tag leisten. Zu unserer Verantwortung gegenüber dem Kunden gehört es auch, ihnen gegenüber verständlich zu erklären, was wir für sie tun wollen, damit sie das Gefühl haben und überzeugt werden, dass ihre Interessen in den Mittelpunkt gestellt werden. Bundespräsident, Sie sprachen an, die Pflicht des Bürgers. Das nehmen wir gerne auf, denn auch wir sehen, dass wir dem Bürger diese Verantwortung zugestehen wollen. Ansonsten würden wir uns anmaßen, ihn zu regeln. Das ist nicht unsere Aufgabe. Freiheit ist es auch, Eigenverantwortung für finanzielles Engagement zu übernehmen. Aber der Wissenstransfer ist zwingend erforderlich, damit man es verantwortungsbewusst tun kann. Viele private Anleger haben relativ vage Vorstellungen von dem, was wir im Bereich, Sie haben es deutlich gemacht, im Bereich der Finanzmärkte alles tun und welche Möglichkeiten ihnen offerieren. Risiko und Rendite stehen und werden immer in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen. Es mag abstrakt sehr leicht erklärbar sein. In der Realität sind die Versuchungen heute überragend, dieses auszukoppeln. Bundesfinanzminister Schäuble hat es auf den Punkt gebracht, als er anlässlich der drohenden Insolvenz eines Unternehmens jüngst sagte, ich zitiere, selbst eine noch bessere Regulierung wird nur bedingt helfen, wenn die Anleger nur auf die Rendite und nicht auf die Risiken achten.
Wir brauchen deshalb nicht nur mundige Bürger, sondern auch eine andere Anlagekultur. Sie sehen, die Kreise schließen sich, aus wessen Munde Sie auch immer zu diesem Thema etwas zu nehmen wollen. Wie das Anlagegeschäft, so hat auch das Bankgeschäft mit Risiken und dem Management von Risiken zu tun. Dies führt mitunter zu sehr widersprüchlichen Erwartungen an Banken. Kritiker werfen uns zu Recht vor, wir hätten im Vorfeld der Finanzmarktkrise zu leichtfertig und unbedacht Kredite vergeben. Ein Vorwurf, der weniger gegenüber deutschen Institutionen erhoben wurde, aber insgesamt gilt. Heute wird uns oft vorgeworfen, dass wir zu restriktiv gegenüber unseren Kunden in der Kreditvergabe sind, so als wäre das Risikomoment völlig auszukoppeln. Tatsächlich müssen wir beides im Blick bewahren, Chancen und Risiken. Damit leisten wir einen wirtschaftlichen Beitrag, den wir als Risikotransformation bezeichnen und der uns nicht abgenommen werden kann. Überall dort, wo das nicht gelingt, tauchen sehr schnell nachhaltige Probleme auf. Diesen Nutzen wollen wir respektiert wissen. Die Kreditvergabe in Deutschland funktioniert. Die Banken sind verlässliche Partner ihrer Unternehmenskunden und der Bürger, die Kredite benötigen. Ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren zusammengerückt sind. Die international so präsente und erfolgreiche deutsche Wirtschaft profitierte von der besonderen Arbeit der privaten Banken, wie sich an dem Anteil der Auslandsumsätze bemerkbar macht. Meine Damen und Herren, letztendlich geht es darum, dass wir durch unser Handeln und nicht nur durch schöne Reden überzeugen. Nur so werden wir das Vertrauen zurückgewinnen. Wir werden diesen Weg weitergehen. Er wird lang sein, aber wir haben keine Alternative. Das Vertrauen in die Stabilität ist die eine Seite der Medaille, die Finanzierung des Finanzsystems die andere. Und damit komme ich zurück auf den zweiten Punkt. Ein stabiles Finanzsystem setzt eine wirkungsvolle Regulierung voraus, das haben wir gehört. Wir haben nie gesagt, wir haben genug Regulierung. Wir haben nur gesagt, lasst uns das, was wir jetzt haben, konsequent umsetzen. Ich bin der festen Meinung, das Regulierungsthema wird nie zu einem Ende kommen. Und es wäre schön gewesen, wenn wir 2008 nicht hätten feststellen müssen, dass die Regulierung nicht mit den globalen Entwicklungen Schritt gehalten hat und so auch einen Vorschub für das Existieren der Krise geleistet hat. Es gibt Regulierungsfortschritte und nicht gegen unseren Widerstand, wie hin und wieder behauptet wird. In den meisten Fällen haben wir alle Maßnahmen gut geheißen und sie konstruktiv begleitet. Wir sind für regulatorische Veränderungen, wenn sie das System sicherer machen. Wir haben allerdings auch uns die Freiheit genommen, in einzelnen Fragen durchaus abweichende Meinungen kundzutun. Wir haben es nicht getan, um uns zu wehren, sondern um einen Beitrag zu leisten, eine Zukunft zu gestalten, die durch ein besseres, effizienteres Regelwerk geleitet wird. Wenn wir uns also äußern, dann wollen wir auch damit unserer Verantwortung gerecht werden, an einem stabilen System mitzuarbeiten, das es den Banken gestattet, ihren Erwartungen in der Gesellschaft gerecht zu werden. Wir wollen nach Möglichkeit nicht mehr Sturm laufen und als solches dargestellt werden in der Öffentlichkeit. Diese Stereotypen und die teilweise damit verbundene Zuspitzung von Konflikten, die es aus unserer Sicht gar nicht gegeben hat, die sollten der Vergangenheit angehören. Wir wollen nicht blockieren, aber wir wollen das Recht haben, unsere Meinung zu äußern. Wir wollen uns austauschen, sodass wir verständlich bleiben. Wir sind nicht Sturm gelaufen gegen die im Jahre 2010 eingeführte Bankenabgabe, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben stets gesagt, und ich bekräftige es auch jetzt nochmal, dass wir einen Beitrag dazu leisten wollen, dass das Problem, das zum Schluss immer der Steuerzahler zahlen muss, ein für alle Mal der Vergangenheit angehört. Es gibt noch viele Zweifler. Ich denke, es ist viel getan worden und es wird noch mehr getan werden müssen, damit das Vertrauen, dass dieses gelingen kann, endgültig einkehren kann und wir uns dann darauf konzentrieren können, Banken für ihre Zukunft auszurichten, sie nicht mehr nur verteidigen müssen. Wir haben auch die Regulierung der Derivatemärkte und der Schattenbanken begrüßt.
Hier wird sicherlich noch einiges zu geschehen sein. Es ist vieles vorangekommen. Wir könnten über viele weitere Themen sprechen. Hochfrequenzhandel, das Risikomanagement allgemein. Diese Kette wird nicht abreißen und uns weiter beschäftigen. Unsere Einwände, hatte ich gesagt, wollen wir weiterhin geltend machen. Aber wir respektieren, dass das von den vergangenen Jahren durch die Politik gemacht worden ist, von uns sehr begrüßt und geschätzt wird. Wir haben Respekt nicht nur für das, was in 2008 passiert ist, sondern auch, was erreicht worden ist. Wir möchten, dass die Politik auf diesem Wege weitermacht und dass wir gleichzeitig das Gefühl haben, dass man Verständnis dabei hat, dass die Welt um uns herum sich auch bewegt. Wir möchten gerne, dass auch im Regulierungsvorhaben die Globalisierung einen adäquaten Widerhall finden kann. Es muss also eine Balance geben zwischen wirkungsvoller Regulierung und einem funktionierenden, profitablen Finanzplatz, der die globalen Gegebenheiten aufnehmen und adressieren kann. Im Koalitionsvertrag steht daher ein politisches Bekenntnis zur Überprüfung der Finanzmarktregulierung. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund müssen auch Kritiker akzeptieren, wer darauf hinweist, dass ein zu viel an Regulierung, ein zu viel an Bürokratie, ein zu viel an staatlichem Regelungsdrang negative Folgen für das Marktgeschehen und auch für die Finanzmärkte haben kann, ist kein notorischer Regulierungsgegner. Auch die Regulierungslücken von 2008 widerlegen diesen Zusammenhang nicht. Die globale Wettbewerbsfähigkeit betrifft nicht nur die Industrie, sondern auch die Bankenlandschaft. Und gemeinsam kriegen wir die globalen Herausforderungen am besten in den Griff. Schon häufiger hatte ich betont, dass der Bedeutungsverlust europäischer Banken im internationalen Handelsgeschäft nicht zu leugnen ist. Es kommt ein bisschen schleichend daher. Aber wir sollten jetzt anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie man diesen Trend Einhalt gebieten kann. Denn wir sollten ihn nicht schicksalsgegeben hinnehmen. Wir würden alle zusammen einen hohen Preis dafür zahlen. Der weltweite Konkurrenzkampf wird im Übrigen auch auf dem Heimatmarkt stattfinden. Und es wird uns alle beschäftigen, die wir hier tätig sind. Und deswegen nochmal der Hinweis, auch wenn das schon so abgegriffen klingt, dass wir uns freuen würden, wenn auch hier in der Politik der Grundsatz gleicher Wettbewerbsbedingungen eine vorrangige Position in ihrem Denken und Handeln einnimmt. Banken brauchen Luft zum Atmen, um ihr Geschäft zu betreiben, und sie müssen in der Lage sein, Geld zu verdienen. Eine Regulierung, die dieses eigentlich selbstverständliche Gebot missachtet, wäre also kontraproduktiv. Sie würde nicht zu mehr, im Gegenteil, letztendlich zu weniger Finanzmarktstabilität führen. Starke Banken sind das Spiegelbild einer starken Volkswirtschaft. Hier sollten wir gemeinsam den Ehrgeiz haben, stärkere Banken in unserem Lande Raum zu schaffen. Insofern würden wir uns freuen, wenn sich die Politik zu eigen macht, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Banken am Finanzplatz hier nachhaltig zu stärken. Meine Damen und Herren, sehr verehrter Herr Bundespräsident, wir dürfen uns keine Illusionen machen. Längst nicht alle europäischen Banken, auch nicht die, die dann im November unter die Kontrolle der EZB geraten, werden über ein nachhaltig tragfähiges Geschäftsmodell verfügen. Dafür wird der Wettbewerb uns nachhaltig mit Herausforderungen auch in Zukunft beglücken. Es ist also die Frage zu stellen, was in Europa passiert und was das, was wir mit der Bankenunion verbinden, für Europa dabei tun können. Ich möchte nicht vermessen klingen, aber ich glaube, dass das, was mit der Verwirklichung der Bankenunion einhergeht, ein Vorreiter sein kann für vieles, was noch nicht erledigt ist in Europa. Es ist nicht unser Ehrgeiz, das zu führen. Das ist die Aufgabe der Politik. Aber wir wollen uns tatkräftig dazu einsetzen, dass das so gelingt und dass man vielleicht eines Tages sagen kann, dass die Bankenwelt zusammen mit der Politik sogar Vorreiter gewesen ist, das zu verwirklichen, was wir uns für ein vereintes Europa, einen einheitlichen Marktplatz versprechen. Dazu zählt auch,
dass in einigen Ländern das, was Herr Weidmann gestern Abend ansprach, auch offen diskutiert wird. Der Zusammenhang zwischen dem Schicksal der Staaten, ihrer Verschuldung und dem Wirken der Banken. Diese Lösung haben wir noch nicht und sie wird sehr zaghaft nur diskutiert. Da können wir, glaube ich, gemeinsam schneller bessere Lösungen finden, mit ein bisschen mehr Mut, als wir ihn bisher gesehen haben. Wir brauchen eine Bankenunion, die das europäische Bankenwesen nachhaltig stabiler macht. Das, was wir zurzeit vor uns haben, die Bilanzprüfung, der Stresstest, verlangt allen eine ganze Menge ab. Da schließe ich die Regulierer mit ein. Wir werden vollgepackt sein mit Aufgaben und Arbeit für den Rest dieses Jahres. Wir wollten das mit sehr viel Zuversicht anpacken, denn wir sollten uns freuen auf den November, wenn dann das Ergebnis verkündet wird. Ein sehr wesentlicher Meilenstein in der Weiterentwicklung der Europäischen Bankenunion. Und gleichzeitig damit auch eine Voraussetzung, das, was Sie, verehrter Herr Bundespräsident, an den Anfang Ihrer Rede gestellt haben, die Rückgewinnung des Vertrauens als Basis des Kreditgeschäfts nachhaltig zu unterstützen. Ich könnte mir keinen besseren Augenblick denken, um zurückzublicken und sagen, was alles bis dahin passiert ist. Die Bankenunion wird also, wenn sie dann konsequent umgesetzt wird, und wir haben gar keine Alternative, als genau das zu tun, zu einem äußerst wichtigen stabilitätspolitischen Beitrag. Dann, so hoffe ich, werden die Banken nicht mehr als Problem, sondern als Teil der Lösung unserer Probleme in Europa angesehen. In einigen Ländern Europas brauchen wir dringend einen Aufschwung. Und dafür benötigen wir leistungsfähige Banken. Niemand bestreitet den Zusammenhang zwischen nachhaltigem Wachstum und Zugang zu Kredit. Es muss allerdings dann auch der Grundsatz eingehalten werden können, dass Kredite zurückgezahlt werden. Das heißt, die Banken haben hier eine Aufgabe, Nein zu sagen. Sie haben eine Aufgabe, die sie in der Öffentlichkeit nicht populär macht und die dennoch sehr wesentlich ist. Denn wann immer diese Funktion ausgeklammert wird, zahlt die Gesellschaft früher oder später einen hohen Preis dafür. Die vergangenen Jahre haben Europa und die Europäische Währungsunion immer wieder vor Zerreißproben gestellt. Niemand wagt es im Moment zu sagen, ob die Krise schon vorbei ist, wo wir uns im Krisenverlauf befinden. Es liegt sehr an uns. Wenn wir diesen Beitrag zum Gelingen leisten werden, dann wird auch die Währungsunion nachhaltig ausstrahlen und die europäische Integration mit neuem Schwung versehen. Die Wachstumsimpulse und die Weiterentwicklung der Währungsunion werden die Eurozone in ein ruhiges Fahrwasser geleiten, etwas, wonach wir uns sehr häufig im Moment sehnen. Die Währungsunion muss mit aller Konsequenz und im europäischen Geist gelebt werden. Für kleinstaatliche Differenzen und ihre Austragung in der Öffentlichkeit ist wenig Raum. Und ein Zurück zur Währungsunion vor der Krise gibt es auch nicht und darf es nicht geben, denn wir wollen ein modernes und damit auch nachhaltig stabiles Europa begleiten. Die privaten Banken haben dieses Projekt nachhaltig begleitet. Und wir haben uns auch jetzt wieder dazu geäußert, wo es darum geht, das Europäische Parlament neu zu wählen. Wir haben uns geäußert in einer ganz bestimmten Hinsicht. Wir haben versucht, darauf hinzuweisen, dass in diesem Zusammenhang das Potenzial für eine Renationalisierung unserer politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung besteht. Dieses Gespenst, der Partikularismus, die Kleinstaaterei, die sich darin zum Ausdruck bringt, die sollten wir schnellstens unterdrücken. Europa darf nicht wieder in nationale Egoismen zerfallen, wenn es überhaupt noch eine Stimme haben will in einer globalen Welt, die sich mit sehr viel größerer Dynamik außerhalb Europas verändert. Deswegen, meine Damen und Herren, wollen wir uns dieser Aufgabe stellen. In 3 Jahren werden wir uns hoffentlich sehr zahlreich zum 21. Bankentag wiedersehen.
Wir werden nicht einen neuen Film machen. Es sind nur 3 Jahre zu den 112 Jahren, die wir gestern Abend in Zeitraffer haben vorbeilaufen sehen. Aber die Frage können wir uns stellen, was ist es denn, was wir gerne in 3 Jahren, wenn wir dann eine Balance ziehen zwischen dem 20. und dem 21. Bankentag, welche Balance wir gerne sehen möchten für diesen Zeitraum. Eines ist ganz offenkundig, es gibt sehr viel zu tun. Aber wir sollten in der Lage sein, selbst wenn in 3 Jahren noch längst nicht in dem, was wir gerne als neue Normalität bezeichnen, zurückgekommen sind, dass wir zumindest sagen können, wir haben ein großes Stückchen Weges zurückgelegt. Ich bin ganz sicher, dass wir bis dahin durchaus noch von der einen oder anderen Seite eine Menge Prügel einstecken werden. Wir werden auch Kritik ernten. Das müssen wir aushalten, das können wir auch aushalten. Aber wir sollten gleichzeitig dafür Sorge stellen, dass wenn wir uns all diesen Kritikern stellen, wir das mit Bedachtsamkeit machen, statt Übermut, der uns oft unterstellt worden ist vor der Krise, teilweise noch in der Krise, dass wir gemeinsam statt Hochmut zeigen sollten, wofür wir oft kritisiert worden sind, und dass wir trotz all der möglichen Prügel und der Kritik, die uns ja auch helfen kann, den richtigen Weg zu finden, engagiert und mit großem Einsatz unsere Aufgabe angehen sollen und nicht mit Resignation uns auf den Rückzug machen, der uns von dem einen oder anderen Kritiker auch ans Herz gelegt wird. Wir alle haben einen Beruf erwählt, der sehr spannend ist, interessant ist, viel Spaß macht. Ich werde oft gefragt von Eltern, können Sie den Kindern noch empfehlen, Banker zu werden? Dann sage ich immer im Brustton der Überzeugung, ohne Vorbehalt, ja, es ist ein schöner Beruf, den wir auch mit viel Verantwortung ausüben können. Dem sollten wir uns stellen und das sollten wir gemeinsam durch unser Denken und Handeln stets zu beweisen suchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.